Am 23. April 2023 wählt Salzburg einen neuen Landtag. Die Landeswahlbehörde, die Landesstatistik und das Landesmedienzentrum arbeiten bereits auf Hochtouren, damit am Wahltag alles wie am Schnürchen läuft. Auch die IT-Spezialisten der Landesinformatik bereiten sich schon intensiv vor. Sie sind unverzichtbar für die Sicherheit und den Datenfluss. Wir befinden uns momentan in einem unserer Rechenzentren. Wie man im Hintergrund hört, ist hier einiges am Werken. Wir haben mehrere Rechenzentren verteilt, damit wir eine gewisse Sicherheit gegen Ausfälle haben. Speziell geht es darum, dass wir zuerst einmal sicherstellen müssen, dass die Wahldaten gesichert zu uns transportiert werden. Das ist ja maßgeblicher Baustein der Demokratie, dass diese Wahldaten nicht geändert werden dürfen. Für die Wahlen wurde ein eigenes Programm entwickelt. Am Wahltag selbst werden dann von den Gemeinden einerseits die eigentlichen Ergebnisse übermittelt. Das sind die Anzahl der gültigen Stimmen, der ungültigen und wie sich die gültigen Stimmen auf die jeweiligen Parteien verteilen. Aber auch andere behördenrelevante Informationen oder an Zahlen werden erfasst, wie zum Beispiel, wie viele Briefwahlkarten sind in der jeweiligen Gemeinde eingelangt. Die Systeme stehen uns dann bereit, also können da eigentlich technisch gesehen jederzeit loslegen.